Ich begrüße recht herzlich Jörg Fink, Direktor Private Banking der Hamburger Sparkasse. Herr Fink, was verstehen Sie unter Vermögensmanagement? Das ist eine sehr berechtigte Frage, Herr Wolter. Denn das, was wir bei uns im Private Banking unter Vermögensmanagement verstehen, das bezeichnen andere Banken ja als Vermögensverwaltung. Und ich glaube, unsere Kunden haben einen anderen Anspruch, als die Gelder nur von einer Bank verwalten zu lassen. Denn gerade in dieser Situation, der sehr komplexen Börsensituation, ist es erforderlich, dass wir einfach schnell handeln können und dass wir jederzeit die Orientierung haben. Und das verstehen wir unter einem individuellen Vermögensmanagement. Was meinen Sie mit individuell? Individuell heißt, dass der Kunde grundsätzlich die Ausrichtung seiner Struktur festlegt. Er sagt uns, welche Renditeerwartung er hat, welche Risikobereitschaft er bereit ist einzugehen. Und natürlich auch, ob wir Fristigkeiten, Fälligkeiten beachten müssen. Erst wenn wir dieses Gespräch, und oftmals sind es ein oder zwei ausführliche Gespräche, erst wenn diese Gespräche stattgefunden haben, beginnen wir mit der Strukturierung und mit dem Management. Also es ist ein sehr individueller Prozess. Herr Fink, was tun Sie, damit die Professionalität der Beratung gewährleistet ist? Zum einen brauchen wir einen sehr professionellen Investmentansatz. Das beginnt mit einem hochkarätig besetzten Anlageausschuss und es endet mit maßgeschneiderten Anlageideen für unsere Kunden. Zum anderen brauchen wir aber auch Berater, die über viel Erfahrung verfügen. Unsere Berater im Private Banking verfügen im Schnitt über 15 Jahre Börsenerfahrung. Da kann man sich vorstellen, dass sie die ein oder andere Krise gemeinsam mit dem Kunden schon durchgestanden haben. Und was für uns ganz wichtig ist, dass wir zuhören können. Denn nur wenn wir die Wünsche und die Ziele der Kunden auch richtig erfassen, können wir auch professionell managen. Sind die Anlage- und Verwaltungsstrategien transparent? Ja, das ist ein sehr wichtiges Thema, Transparenz. Denn wir dürfen eins nicht vergessen, der Kunde erteilt uns ein Mandat, dass wir eigenständig handeln dürfen. Und das fällt nicht jedem Kunden leicht, das aus der Hand zu geben. Deswegen ist es wichtig, dass das Vermögensmanagement keine Blackbox ist, sondern jede Transaktion muss nachvollziehbar sein. Deswegen ist es für uns wichtig, dass wir den Kunden ständig über Veränderungen informieren. Und wenn der Kunde es wünscht, kann er auch täglich online in sein Vermögensmanagement hineinschauen und sieht die Entwicklung und die Zusammensetzung. Wie oft komme ich dabei mit einem Berater in Kontakt? Das ist regelmäßig, so individuell wie das Management, so individuell auch die Gesprächsfrequenz. Wir stellen fest, dass die Gesprächsfrequenz im Anfang der Zusammenarbeit sehr stark ist, sehr häufig. Das ist von uns auch gewollt und gewünscht, denn der Kunde muss uns ja kennenlernen. Er muss ja auch verstehen, wie reagieren wir auf die Märkte. So mit einer gewissen Zeit lässt dann die Frequenz ein wenig nach, weil der Kunde hat Vertrauen in uns gefunden, weiß, wie wir vorgehen, kennt unsere Vorgehensweise und er weiß, dass wir ein gemeinsames Ziel haben, nämlich Vermögenserhalt. Das hat für uns die höchste Priorität. Vielen Dank, Herr Fink. Gerne weiter.